Nachdem John Carpenter im Jahre 1978 mit dem Film Halloween, die Nacht des Grauens, der als Vorreiter der Slasher-Filme gilt, einen Riesenerfolg hatte, mit einem Einspielergebnis von 70 Millionen US-Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. Der Film hatte ein Budget von 325.000 US-Dollar, das heißt, er hat das Budget fast 22 Mal wieder eingebracht. Natürlich wollten andere Regisseure auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Von der Inspiration aller Halloween getrieben, saß sich Sean S. Cunningham an ein Drehbuch. Freitag, der 13. Ursprünglich sollte der Film eigentlich Long Night at Camp Blood heißen, da das Camp wegen den Vorfällen immer als eben Camp Blood bezeichnet wurde. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das eben verworfen worden ist, aber der Film hieß ja letztendlich Freitag der 13. Natürlich sollte auch dieser Film Blut und Gemetzel beinhalten, denn naja, was John Carpenter schaffte, schaffte John S. Cunningham doch wohl auch. Der Film bekam ein Budget von 550.000 US-Dollar und spielte alleine in den USA 39 Millionen US-Dollar ein. Zwar nicht so erfolgreich wie Halloween, aber trotzdem ein Banger. Aber was denn das jetzt hier wirklich für ein krasser Banger ist, das sehen wir uns jetzt an. Aber dazu erstmal mehr zum Plot. Der Film startet im Jahre 1958 im Ferienlager Camp Crystal Lake. Wir sehen zwei Teenager, die sich von ihrer Freundesgruppe entfernen, um ein bisschen Liebe zu machen. Wer hätte es gedacht, kommt eine unbekannte Person und tötet die beiden. 20 Jahre später, also im Jahre 1978, wird das heruntergekommene Camp von Steve Christie übernommen. Die Bevölkerung ist immer noch sehr misstrauisch, was das Camp angeht, da in den vergangenen Jahren immer wieder etwas vorgefallen ist, damit man das Camp nicht eröffnen konnte. So wurde beispielsweise immer wieder das Trinkwasser vergiftet oder es gab Fälle von Brandstiftung. Trotz allem möchte Steve das Camp mit einer Gruppe Jugendlichen wieder für die Sommersaison herrichten. Als nächstes bekommen wir Annie zu sehen. Sie gehört auch zu dieser Gruppe, ist aber gerade noch auf dem Weg zum Camp. Nachdem sie per Anhalter den Rest der Strecke zurücklegen will, darf sie in einem Auto mitfahren. Der Fahrer ist jedoch für die Zuschauer nicht sichtbar. Nach langer Fahrerei merkt Annie jedoch, dass etwas nicht stimmt, da der Fahrer am Camp Crystal Lake vorbeifährt, wo sie jedoch eigentlich hin will. Sie steigt natürlich schnell aus dem Auto heraus und rennt in den Wald. Leider kann Annie ihrem Schicksal nicht entfliehen und wird von dem Fahrer ermordet. Dies bekommt jedoch zuerst keiner mit und die Leute sind im Camp beschäftigt. Als die Nacht anbricht, beginnt der Mörder die Aufseher zu isolieren und tötet einen nach dem anderen. Am Ende bleibt nur noch Alice, ein Teil der Jugendgruppe und der Campleiter Steve übrig. Steve will jedoch Hilfe besorgen, wird aber dann auf dem Weg nach Hilfe von dem Mörder ermordet. Das Spannende dabei ist, dass Steve vor seinem Tod mit dem Killer so geredet hat, als würde er ihn kennen. Am Ende bleibt nur noch Alice übrig, die aber dann nach langem Verstecken auf die Straße herausgelockt wird, da sie ein Auto vorbeifahren hört. Eine ältere Frau steigt aus dem Auto und stellt sich als Mrs. Voorhees vor und gibt sich als Bekannte des Campführers Steve aus. Haben Sie keine Angst, ich bin Mrs. Voorhees, eine alte Freundin von Christie. Wie gesagt, redet Steve vor seinem Tod mit dem Killer noch so, als würde er ihn kennen. Und jetzt sagt die Alte noch, dass sie eine Bekannte von Steve ist. Naja, langsam kommt es so zusammen. Sie versucht, Alice zu beruhigen, doch nach ein paar wechselnden Worten wird Alice misstrauisch, als sie auf einmal anfängt, von ihrem Sohn Jason zu sprechen. Jason war geistig sowie körperlich behindert, das dazu führte, dass die Kinder im Camp ihn gehänselt haben. Letztendlich wurde er in den See geworfen, wo er auch dann ertrank. Da die Aufseher anscheinend nicht aufgepasst haben, gibt sie ihnen die Schuld. Aus diesem Grund übt sie all die ganzen Jahre Rache am Camp Crystal Lake. Letztendlich will Mrs. Voorhees auch Alice töten. Mrs. Voorhees, in vollem Namen Pamela Voorhees, wird von der Stimme ihres toten Sohnes, welcher ihr sagt, dass sie alle töten soll, angetrieben, auch Alice zu töten und jagt sie durchs Camp. Töte sie, Mami! Töte sie! Nach einem finalen Showdown am See gelingt es Alice, der von Hass gefüllten Mutter, den Kopf abzuschlagen. Die Gefahr scheint besiegt. Alice schnappt sich ein Kanu und treibt raus auf den See. Am nächsten Tag sehen wir, wie Polizisten an dem See ankommen. Für Alice ist die Hoffnung groß. Plötzlich stößt der schon lange tote und entstellte Junge Jason Voorhees aus dem Wasser und zieht Alice mit in die Tiefe. Thank you.
Ja, liebe Leute, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, der Film macht, obwohl er schon 43 Jahre bald auf dem Buckel hat, einiges richtig. Dennoch gefallen mir irgendwie die Kamerafahrten nicht ganz und ich finde auch die Beleuchtung des Films nicht ganz gut. Dennoch muss man sagen, dass Tom Savini hier wirklich einen echt guten Job abgeliefert hat. Die Effekte sind eigentlich ganz gut gelungen, zumindest die Leichen. Was mir jedoch dann auch wieder nicht gefallen hat, war der Mystery-Effekt. Der war an sich ein ganz cooler Ansatz, dennoch geht der völlig verloren, da man nicht auf den Killer kommen kann, denn Pamela kommt natürlich erst am Ende. Ja, deswegen bekommt der Film eine 6,5 von 10 erreichten Punkten. Schreibt doch gerne mal eure Meinung zum Film unten in die Kommentare rein. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch mein Video hier gefallen hat und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Gut, das war's zu meiner Review zu Freitag der 13. 1980. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.